Ich stehe jetzt hier in meinem Artist Room, wie ich ihn gerne nenne. Schaut an, der Typ. Okay, siehst du jetzt nicht, habe ich ihn geklebt. Und immer mal wieder kommen mir einfach die Tränen, weil ich mir denke, ich habe mir das kreiert. Also ich kann es zum Teil gar nicht fassen, weil ich weiß noch, wie sehr meine vorherigen Versionen sich das erträumt haben. Und ich bin ja jetzt all die Zeit, habe ich den Podcast, genau, mein Vision Board, muss ich noch aufhängen. Ja, von meinem Kinderzimmer. Genau, ich bin ja gestartet mit dem Wer bist du Podcast aus meinem Kinderzimmer und mein Stativ war damals immer ein Stuhl und dann einige Bücher drauf und was auch immer noch, damit es irgendwie hält und so. Und Alter, das heute zu sehen, das ist für mich, ja, siehst du da, weil ich habe meinen Podcaststuhl noch nicht, deswegen provisorisch. Ich wollte das jetzt irgendwie mit dir teilen, weil ich finde es so wichtig und auch seit ich da eingezogen bin jetzt in meine Wohnung, ist es so oft so, dass ich das gar nicht richtig realisiere oder dass ich dann zu weinen beginne, weil ich irgendwie gar nicht klarkomme im positiven Sinne, so dieses Alter, alles ist möglich. Was ich dir auch mitgeben möchte ist, weißt du, ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie sich denken, also zuerst brauche ich das perfekte Mikrofon und die ultra geile Kamera und was auch immer. Und dann irgendwann kann ich starten. Aber es ist genau umgekehrt. Du startest mit dem, was du jetzt hast. Ich damals, mein Handy, ein Stativ, eine Kamera, ein was auch immer. Ein Mikrofon, das war in weiter, weiter Ferne. Und jetzt, 3 Jahre später, darf ich ins Mikrofon quatschen, oder? Und es ist ja auch schön, wenn das einfach ein Weg ist, oder? Aber du musst beginnen. Ich musste damals beginnen, damit heute da mein Mikrofon steht. Vielleicht kennst du das, vielleicht fühlst du mich. Alter, ich bin sowas von ungeduldig. Weißt du, ich sehe die Dinge immer schon lange bevor sie passieren. Und dann zu warten, bis die materielle Ebene auch mal so weit ist. Manchmal geht das ja richtig schnell, oder? Und du hast eine Idee oder du siehst etwas und dann kannst du das direkt umsetzen. Es gibt aber natürlich auch Dinge, die dauern ein bisschen länger, bis sie dann da auf der Erde auch ihren Platz einnehmen, sage ich jetzt mal. Ja, geht es dir auch so? Bist du auch so ungeduldig? Also da habe ich noch ganz, ganz viel zu lernen. Und diese Ungeduld, die hat natürlich auch ihre guten Seiten. Und manchmal bin ich auch sehr dankbar, dass ich so ungeduldig bin, weil dann setze ich viel schneller und viel mehr um. Weil wenn ich mir denke, wenn ich super geduldig wäre, und dann würde ich ja mein Popo nicht hochkriegen, oder? Und dann würde ich gar nichts umsetzen, weil es ist ja, es hat alles Zeit. Und wenn mir etwas bewusst ist, durch ganz viele Dinge, dann weiß ich, also dann ist es, ich sterbe und ich weiß nicht wann. Und ich habe noch so viel vor und deswegen immer dieses, kennst du dieses, ich bin doch nicht weit genug oder ich wünschte, ich wäre schon weiter und so. Und dann eben solche Momente habe ich jetzt viele, wo ich dann so zurücklehne und ich mir richtig bewusst mache, wie weit ich schon gekommen bin. Und das ist so wichtig, dass wir das machen. So wichtig. Da siehst du, ist jetzt spiegelverkehrt. Mein über alles geliebter Spruch. Der ist nicht nur ein Spruch, der ist wirklich aus Liebe zur Freiheit und weil alles möglich ist, auch für dich. Und weißt du, wenn ich sehe, von wo ich komme, wo ich heute bereits bin mit meinen 24 Jährchen,
irdisch zumindest. Dann denke ich mir auch immer wieder, Misha, du hast noch Zeit, weil ich sage mir immer, ich will 130 werden oder ich werde 130. Gesunde, knackige 130. Ich arbeite daran. Wie alt willst du werden? Weil ich glaube, auch da ist so etwas, das manifestieren wir uns. Wenn wir glauben, im Alter sind wir alt und krank und zerbrechlich und wir werden nur 80, dann wird es wahrscheinlich auch so kommen. Aber da gibt es ja noch mehr. Ich hoffe, du freust dich auch auf all die Momente, auf all die Stunden, die wir hier gemeinsam noch verbringen werden. Ja, das ruft mich schon wieder, mehr Podcasts zu machen. Das kommt auch. Ich habe jetzt viel vorgearbeitet, viele Interviews aufgenommen und die kommen auch. Aber ich habe jetzt auch die Zeit gebraucht, um wirklich, ich habe hier nicht so viel geteilt, aber in mir, in meinem Leben. Ich habe Meilensprünge, wollte ich sagen, ich habe Luftsprünge oder wie sagt man, ich habe einfach, also ich bin ganz, ganz weit gekommen und ja, das darf sich auch mal alles integrieren und ein bisschen, ja. Aber es kommt, die Learnings und so daraus, die teile ich in Zukunft sicherlich noch. Zum Teil zumindest mit dir. Ja. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.